So, wir brauchen also sowieso Tropenfische. Dann können wir sie auch gleich hier jedes Mal ausmerzen. Okay. Gut. Hier ist nichts mehr drin. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Und metzen hier wieder ein bisschen was aus. Au. Hier haben wir nichts. Lol. Die Fledermaus ist gerade durch das fließende Wasser geflogen und hatte dann Luftblasen. Also sie war am Ersticken sozusagen. Lustig. So, es gibt hier nichts mehr, Leute. Keine Gegner mehr, keine Axolotl mehr. Au. Au. Das tat weh. Und ich hatte gerade noch nicht mal meinen Totem in der Hand, Leute. Und geflogen bin ich auch wie ein Einser. Aber wo kam der her? Ich hatte ihn nicht gesehen. Auf einmal war er hinter mir. Ah. Wo kam denn der jetzt her? Sehr schön. Also die Spitzhacke ist wieder gut einsetzbar, Leute. Beim nächsten Mal können wir dann da wieder weitermachen. Also irgendwas, wofür wir auch die Spitzhacke tatsächlich brauchen. Okay, Fische, Fische. Ich sehe keinen Axolotl. Das hat beim ersten Mal so wunderbar geklappt, Leute. Und jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, ich lasse die Fische dieses Mal da und lese jetzt nochmal im Wiki durch. Vielleicht gibt es ja irgendwie, naja, irgendeine Möglichkeit, die besser zu farmen. Es gibt 5 Farben, Leute. Pink, Braun, Gold, Türkis und Blau. Und wir haben, glaube ich, jetzt den Pinken. Das heißt, wir bräuchten noch Braun, Gelb, Weiß und Türkis und Blau.
Okay, steht leider nichts davon, dass man Axolotl irgendwie... Irgendwas höre ich hier. Ist jetzt ein Axolotl da? Nein. Wisst ihr was, Leute? Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Vielleicht müssen wir einfach nur ganz weit weggehen, damit hier die Höhle wieder ein bisschen zurückgesetzt wird. Wir gehen mal nach oben. Zeug abbauen. So, habe ich noch auch... Ja. Kann ich eigentlich gleich hier lassen. So. Wir gehen jetzt nach oben. Hallo Zombie. Keine Zeit für dich. Creeper, für dich habe ich auch keine Zeit. So. Wir gehen jetzt einfach mal nach ganz oben, räumen unser Zeug auf, Leute, und dann gehen wir wieder runter in der Hoffnung, dass dann ein Axolotl da ist. Genau. So, also. Das bleibt mal alles da und dann räumen wir alles auf, was hier drin ist. Den lassen wir vielleicht noch kurz da drin. So, also. Wir haben Fische. Wenn man mal sieht, Leute, wir haben nur 35 Tropenfische bisher, von allen anderen haben wir mehr. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich ein guter Gewinn. Oh, die könnten wir eigentlich mitnehmen. So, dann. Monsterzeug. Das ist voll. Das kann weg. Das kann weg. Oh, die Enderperle. Die bleibt hier. Dann Eisen haben wir hier. Das passt. Das kann runter. Das bleibt hier. So. Das kommt runter. Dann habe ich irgendwo... Ja, genau. Redstone. Ausrüstung müsste hier sein. Genau. Und Gold, glaube ich. Ja, genau hier. Rohgold. Dann noch Pfeile. Und jetzt noch den Rest. Und mal kurz.
So, weiter geht's. So, also. Nein, das war ja hier drin. Genau, dann haben wir hier die noch. Das ist, jetzt ist das schon wieder voll. So, dann Knochen haben wir. Haben wir alles hier, kann alles da rein. Genau. Dann kann das hier wieder rein. Okay. Ja, dann bräuchte ich jetzt einen zweiten Axolotl. Den einen einmal lasse ich jetzt mal im Inventar. Denn wegen dem sind wir ja eigentlich hier und den räumen wir auch nicht auf, sondern den wollen wir ja später freilassen. Unser rosa Axolotl. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt auch ein Axolotl bekommen. Ob wir jetzt wieder eins haben werden. So, wir kamen aus der Richtung. So. Und wir kamen von da. Au, wey, wo kommst du denn her? So, nehmen wir euch auch noch mit. Oder dich. Und nach oben. So, wir haben zumindest leuchtenden Fische hier. Aber ich sehe keinen Axolotl. Ja. Na gut, wir machen das nochmal, Leute. Ich lasse die leuchtenden Fische mal hier. Denn ich würde gerne wissen, ob sie tatsächlich auch despawnen dann. Wenn wir jetzt einfach wieder nach oben gehen und wieder runter gehen. Das würde nämlich bedeuten, wir können immer wieder hoch und runter gehen, hoch und runter gehen. Und jedes Mal kriegen wir andere Tiere dort. So, zumindest meine Hoffnung. Sehr interessant, dass auch hier welche spawnen könnten. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig Platz. Wir können natürlich auch ein bisschen mehr Ton holen und dann die Spawnrate verbessern. Aber ich will ja eigentlich nur noch einen. Einen habe ich schon. Für einen hat es sofort gereicht. So, ich gehe nach ganz oben, Leute, und dann gehen wir wieder ganz runter. Ja, würde schon reichen. Ich versuche das jetzt mal und gehe hier wieder runter. Immerhin sind wir jetzt auf... Wir waren bei minus 30 oder 40 oder sowas. Und gehen jetzt auf unter... in den Minusbereich. Das sollte hoffentlich gereicht haben dann.
Abgesehen davon, dass wir auch relativ weit weggegangen sind in eine andere Richtung. Ich frage mich echt, warum da keine Leuchtbeere mehr kommen, Leute. Da kommen keine Leuchtbeere mehr. So oft schon sind wir hier gewesen und es wachsen einfach keine Leuchtbeere mehr. Muss ich mir mal durchlesen, warum die nicht mehr wachsen. Aber das ist egal. Im Moment. So. Kommst weg. Also es hat zumindest gereicht, dass hier unten etwas gespawnt wird. So, dann wollen wir doch mal sehen. Es hat tatsächlich gereicht, Leute. Vorhin waren hier 5 Tintenfische. Jetzt ist hier nur noch einer und es waren relativ viele Fische da. Ich sehe keinen einzigen Fisch mehr. Aber doch hier sind ein paar noch. Aber das war es auch schon. Ja. Wir können das jetzt mal austesten, Leute. Indem wir immer wieder kürzere Strecken nehmen. Wann die noch respawnen und wann nicht mehr. Also ich gehe jetzt nur noch, nicht mehr nach ganz oben, Leute, sondern einfach bis zur obersten Etage im Lager, im geheimen Lager. Das ist hier. So, also ich bin jetzt nur noch hier und jetzt gehe ich runter und sehe mal nach, ob das schon gereicht hat. Denn wenn ja, dann müssen wir nur noch eine Ebene weniger nach oben. Da sparen wir uns ein bisschen Zeit. So, Monster spawnen hier irgendwie auch keine. Okay, es hat auf jeden Fall für hier gereicht, dass hier welche spawnen. Sogar sehr, sehr viele.